Affengeräusche? Also mich würde wirklich treffen an Kritik über das neue Album, wenn jemand ankommen würde und sagen würde, es wäre Opa-Scheiß. Schnitt. Die neue Scheibe von Terrorgruppe, die heißt Tiergarten, weil wir Ende letzten Jahres sind wir auf dieses Foto gestoßen. Über dieses Foto gab es einen riesen Urheberrechtsstreit. Und wir fanden das Foto aber so, auch so genial, diesen Selfie, dieses Makaken, dass wir uns gesagt haben, Mann, das ist doch das Plattencover überhaupt. Das Coverfoto entstand in Sulawesi, in dem ein Affe namens Nahutu einem amerikanischen Fotografen die Kamera geklaut hat. Wenn man sich dieses Foto eine Weile betrachtet und weiß, dass der Affe das selber gemacht hat, ist das irgendwie echt abgefahren. Ja, stimmt nicht ganz. Der ist komisch, weil der ist ein bisschen brav, dieser Aufgang, der letzte, meine ich eigentlich. Den letzten? Der letzte. Ich bin nach Sulawesi gefahren, habe mich mit Nahutu getroffen. Wir haben verhandelt, 3 Nächte lang. Wir hoffen, dass der Makake uns mal irgendwann verklagt. Weil dann wären wir die erste Band weltweit, die von einem Affen verklagt wird. Das hat noch keine Band geschafft. Das hat noch nicht mal Michael Jackson geschafft. Ja.